Ja, er wird von Crescito ein bisschen weggestoßen, aber weiß ich nicht, ob das unbedingt rechtfertigt, dass er dann da die Hand hochnimmt. Der Schiri hat das, glaube ich, in den Mittelpunkt gestellt. Das hätte ich Oli Kahn gern mal gehört als Spieler noch. Muss ich echt sagen. Hätte anders eingeschätzt. Wenn das eine gelbe Karte ist, dann lache ich mich kaputt. Also mal wurscht, ist eh gegeben. Mhm. Aber er wird gestoßen und dafür der Schiri sagt zu mir, weil er das Tor mit der Hand machen wollte. Mhm. Ja, hier sehen wir nochmal die Szene. Da sage ich ja, das hat er nicht bewertet. Eben das Wegstoßen hat er vielleicht nicht gesehen, sondern er hat nur das Handspiel bewertet. Wenn man beide Situationen bewerten würde, muss man natürlich, da muss man nicht unbedingt gelbe Karte geben. Man darf keine geben. Ja. Wo ihr gerade so euch so schön warm gemacht, muss ich zum Schluss natürlich fragen, wie ist das aktuelle Binnenverhältnis zwischen den beiden Herren jetzt, nachdem Oli Kahn ihre Kritik an Matthias Sammer als respektlos bezeichnet hat in seiner Kolumne? Wir hatten noch nie eins. Ein Verhältnis, oder? Nein, also dass wir uns hier halt getroffen haben ab und zu, aber Oli Kahn hat immer in Ligen gespielt, mit denen ich nichts zu tun hatte. Und dementsprechend kann er sagen, was er will, und ich glücklicherweise auch. Und deswegen gibt es da nicht viel mehr zu sagen. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Achso, Olli möchte doch. Olli, wie gesagt, wir hängen schon, aber bitte. Ich möchte dich sagen, Gottes Willen. Ich glaube, es geht schon darum, dass der ein oder andere auch durchaus mal, wenn man austeilt, muss man eben auch das ein oder andere mal einstecken können. Und da muss man ja nicht auf alles immer so sensibel reagieren. Ich bin überhaupt nicht sensibel. Er hat mich ja nach dem Verhältnis gefragt. Hatten wir jemals? Er hat gesagt, was ich gesagt habe, war respektlos und unverschämt. Das war das, zu dem ich mich geäußert habe, übrigens auch. Und wie soll man darauf reagieren? Und das war schon alles. Und dann ja, aber ich finde es, wie gesagt, ich finde es schon wichtig. Ich meine, man kann sich auseinandersetzen im Fußball. Habe ich überhaupt kein Problem auf einer sachlichen Ebene oder auf einer inhaltlichen Ebene. Ich finde es nur immer ein bisschen problematisch, wenn es dann auf die persönliche Ebene geht. Das war überhaupt nicht persönlich. Aber wie gesagt, ich verstehe das auch, wenn man als Trainer in so einer Situation ist, wie sie sich jetzt bei Borussia Dortmund stellt, wo man mit vielen Widrigkeiten einfach auch umgehen muss. Das zehrt auch ein bisschen an den Nerven. Und hat damit gar nichts zu tun. Verstehe ich. Ich habe ein bisschen die Angst, dass die Zuschauer, die das Fernduell der Herren, das jetzt zum Teil über Printkolumnen ausgetragen wurden, gar nicht verfolgt haben, jetzt denken, sie gucken chinesisches Fernsehen und gar nichts mehr verstehen. Deswegen würde ich in meiner Rolle als Uno an dieser Stelle einen Strich ziehen. Nochmal herzlich gratulieren zum Einzug ins Viertelfinale. Vielen Dank.